Sowas geht natürlich überhaupt nicht. Also wenn wir an Einsatzstelle kommen und wir werden da bepöbelt, übel beleidigt oder sogar angegriffen, das sind Sachen, da sind die Grenzen lange überschritten und das geht überhaupt nicht und da werden wir auch entsprechend vorgehen. Ich war richtig sauer, muss ich sagen. Also ich war auch enttäuscht und es tat mir auch wahrscheinlich leid für die Kameradinnen und Kameraden, die da vor Ort waren, die da wirklich einen super Job gemacht haben. Man darf nicht vergessen, das war ein Vollbrand. Das war auch ein gefährlicher Einsatz und auch sehr belastend, körperlich wie auch seelisch belastend, durch die Tiere, die da noch drin waren und so weiter. Und auch von der Wärme her auch sehr körperlich sehr belastend. Und wenn man dann alles gibt in der Nacht und wenn man da Stunden über Stunden den Dienst an der Allgemeinheit macht und dafür anschließend noch beschimpft wird und beleidigt wird, das ist wirklich traurig. Also erstmal muss man ja sagen, dass die Feuerwehrleute und Rettungskräfte ehrenamtlich, die bei Veranstaltungen sind, immer für uns da sind. Die machen es ehrenamtlich, 24 Stunden am Tag sind die in Bereitschaft, 7 Tage die Woche. Und wenn wir einen Unfall haben, uns etwas passiert, kann man sicher sein, dass sie da sind. Dem muss man entschieden entgegentreten und da ist null Toleranz gegenüber solchen verbalen Attacken. Wir sind gerade dabei, das zu prüfen, wird mit der Kreisfeuerwehrführung abgestimmt und dann wird es darin münden, dass entweder wir, Kreisfeuerwehrführung oder auch die direkt Betroffenen dann Anzeige erstatten, damit es auch Aussicht auf Erfolg hat. Wir sind an der Einsatzstelle von Schaulustigen beschimpft worden, beschuldigt worden, unsere Arbeit nicht zu machen. Sie hätten es alles besser machen können, teilweise auch mit leichter körperlicher Gewalt an einem Kameraden. Im Anschluss, nachdem die Personen von der Einsatzstelle verwiesen wurden, ging dann die ganze Sache in den sozialen Netzwerken weiter, dass wir dort dann aufs Übelste beschimpft wurden, bis zu dem Punkt, wo dann auch gesagt wurde, man würde uns einen Feuerlöscher durchs Gesicht ziehen. Also man hat den Einsatz bewertet, man hat behauptet, man selber hätte viel mehr geschafft und erreicht als die Feuerwehr. Man hätte angeblich sich Decken holen wollen von Nachbarn, um die Tiere zu retten, was eigentlich alles gar nicht stimmt. Wir sind teilweise als fette Schweine beschuldigt worden. Kameraden, die aus dem Fahrzeug ausstiegen, wurden beschimpft, na spitze jetzt schon und solche Aussagen. Das war schon ziemlich übel dort. Na, Dicker, schwitzt du schon? Unter anderem wurde dann noch gesagt, wärt ihr mal lieber zu Hause geblieben, wir hätten es auch besser machen können. Es wurde geschrieben, wir hätten auch eine Schlauchleitung aus Aurich legen können, 30 Kilometer entfernt. Ich habe denen gesagt, dass sie sich etwas von der Einsatzstelle entfernen sollten und da den gewissen Platz geben sollen, damit man da dann auch ja, für uns in Ruhe arbeiten kann. Das haben die nicht so akzeptiert. Die sind dann doch schon eher auf Krawall gewesen, wenn man es so sagen darf, und sind auf einem losgegangen und haben dann auch so einen kleinen Schubser in meine Richtung dann getätigt. Natürlich wäre es sehr wünschenswert, wenn dort Strafen verhängt werden. Und ich bin auch sehr froh, dass der Landkreis sich dort engagiert. Aber natürlich müssen die auch erstmal die rechtlichen Möglichkeiten abstecken, um dort natürlich selber auch keinen Fehler zu machen. Aber wir als Feuerwehr werden da sehr verbunden, wenn dort auch entsprechende Strafen verhängt werden.